Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und heute geht es um das Thema Telefonakquise und der Unterschied zwischen Vorteil und Nutzenargumentation. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib einfach kurz dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Ja, hallo, heute schauen wir uns an beim Thema Telefonakquise und der Unterschied zwischen Vorteile eines Produktes oder einer Dienstleistung zur Argumentation und Nutzenargumentation einer Dienstleistung oder eines Produktes. Das verwechselt manchmal einige Leute da draußen und deswegen habe ich mir dieses Video dazu ausgesucht, das wir mal besprechen. Also Vorteil. Also Vorteile versus Nutzen. Vorteile versus Nutzen. Wo liegt jetzt genau der Unterschied? Ja, eigentlich liegt der Unterschied im feinen Detail. Vorteile zum Beispiel, Vorteile eines Produktes oder einer Dienstleistung. Wir gehen jetzt mal in meiner Branche, in der IT-Branche. Beispielsweise eine Software. Also es gibt eine neue Software oder ein Software-Update oder zum Beispiel eine neue Plattform oder eine Cloud-Lösung, wie zum Beispiel bei Microsoft. Ja? Microsoft war ganz lange Zeit immer eine On-Premise-Lösung, das heißt, man hat sich einfach die Software gekauft, sich lizenzieren lassen, jeden Rechner einzeln und dann und alle paar Jahre muss man wieder sich wieder eine neue Lizenz, wenn die Lizenzverträge ausgelaufen waren, muss man die Lizenzverträge dann sich wieder verlängern lassen. Und mit dem Cloud Computing hat sich das ein bisschen geändert. Seit dem Cloud Computing gibt es eben, kann man sich Software kaufen, was Microsoft betrifft, über die Cloud beziehen und damit gehen eine ganze Menge Möglichkeiten und zusätzliche Funktionen und Features einher. Und hier sind wir gleich beim massiven Unterschied zwischen Vorteile und der eigentliche Nutzen eines Produktes oder einer Dienstleistung. Vorteile eines Produktes oder einer Dienstleistung sind zum Beispiel Funktionalitäten. Ja, also jetzt gibt es zum Beispiel das neue Windows 10, hier gibt es zum Beispiel eine Funktion, die heißt Teams, ja, und dann kann man letztendlich, es ist eine Kollaborationssoftware und mit dieser Kollaborationssoftware kann man theoretisch, ja, ganz transparent in Gruppen, ja, sehr dynamische Teamarbeit erwirken, ja, indem man einfach genau immer weiß, wo gerade der andere steht, zum Beispiel im Vertriebsteams und so weiter. Das wären jetzt sozusagen mal ganz grob an der Oberfläche angekratzt, die Vorteile des eines Features von Windows 10 oder Office 365. Und es gilt an dieser Stelle ganz klar zu unterscheiden zwischen auf der einen Seite Vorteile einer Software zum Beispiel und dem eigentlichen Nutzen einer Software. Ja? Die Vorteile einer Software können zum Beispiel sein, dass es ganz viele neue Funktionalitäten gibt. Ja, zum Beispiel, um die Transparenz im Vertriebsteam einer Unternehmung zu erhöhen. Ja, der eigentliche Nutzen ist aber letztendlich individuell zu sehen. Ja, das heißt, wenn es die Vertriebler dieses Tool zum Beispiel ablehnen, ja, oder gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können oder auch nicht wissen, wie man jetzt mit einer neuen Software überhaupt nutzt, so dass man letztendlich auch Vorteile hat, ja, dann ist es auch kein Nutzen, zumindest schon mal nicht in der Wahrnehmung der Personen, die letztendlich mit der Software dann auch tagtäglich arbeiten sollen. Das heißt, Vorteile eines Produktes oder einer Dienstleistung sind nicht immer gleich auch tatsächlicher Nutzen, dann in der Umsetzung vor Ort bei einem Kunden. Und deswegen muss man hier mal ganz prinzipiell immer sehr konkret unterscheiden. Und
Beispiel dafür, wie man hier zum Beispiel auch Nachhilfe bieten kann im Vertrieb, indem man einfach Schulungen dann häufig verkauft, ja, indem man einfach nicht nur sozusagen Software als solches verkauft und die Installation oder die Implementierung dieser Software, also die technischen Dienstleistungen, sondern eben auch zusätzlich auf jeden Fall auch den Menschen mit ins Boot holt und hier eben auch bezüglich der eigentlichen Nutzung, der Handhabung, also wie man letztendlich aus den ganzen Vorteilen, die eine Software bietet, dann eben auch einen tatsächlichen Nutzen schaffen kann für den Kunden. Und hier bietet man eben in der Regel auch noch zusätzliche Schulungen an, die letztendlich in Seminarform zum Beispiel oder auch automatisiert über Schulungssoftware, die letztendlich häufig vernachlässigt werden leider, aber doch sehr essentiell sind, besonders von größeren Systemhäusern, die letztendlich sehr strukturiert vorgehen und sehr 0815 im Vertrieb von neuer Software oder neuen Updates und dann häufig vergessen, einfach den Menschen mitzunehmen, mit ins Boot. Und es passiert nicht gerade selten, dass in einer Firma letztendlich neue Softwaren dann vorhanden sind und eingekauft werden, die letztendlich nur ein ganz geringer Teil bis gar niemand letztendlich dann auch tatsächlich nutzt oder nur zum ganz geringen Teil nutzt und das Potenzial einer neuen Software letztendlich nicht wirklich ausschöpft. Ja. Und deswegen denke ich, dieses Video, da wollte ich einfach mal nochmal sozusagen beschreiben, wie wichtig es eigentlich ist, grundsätzlich zu differenzieren zwischen Vorteile und wenn man letztendlich im Verkauf eine neue Software, wenn wir jetzt nochmal ein paar Schritte zurückgehen, eine neue Software einem Kunden verkaufen möchte, ja, oder ihm ins Herz legen möchte, ein Software-Update zu machen und das nicht länger aufzuschieben, weil ja die neue Software, die neue Version oder grundsätzlich eine neue Software hat die und die und die Vorteile, dass man letztendlich von vornherein den Kunden auch mit ins Boot holen muss bezüglich ja, der eigentliche Nutzen, ja, ist dann auch gegeben, natürlich, wenn die Mitarbeiter dann auch entsprechend diese Vorteile dann auch zur Gänze ausschöpfen und somit sozusagen auf der einen Seite den Kunden gleich von vorne weg sozusagen mit ins Boot geholt, dass es wichtig ist, beide Punkte zu sehen, und auf der anderen Seite kann man natürlich hier auch zusätzlich dann nochmal sozusagen ein Upsell machen, also zusätzliche Schulungen nochmal anzubieten, also eine Win-Win-Situation. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir vielleicht ein bisschen weitergeholfen oder zumindest irgendwie eine Idee mitgegeben. Dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Video mit einschaltest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Thomas Klein und bis dann.